Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, ja, diese Maske noch aufzuhaben, während ich gleich mein Frühstück mache. So. Denn, ja, ich dachte mir, ich filme heute ein bisschen mit. Gerade sieht man mich zwar nicht so sehr, aber naja. Ja, ich mache dann jetzt gleich mein Frühstück und ich dachte mir, ich vlogge so ein bisschen mit, da ein bisschen was ansteht, also heute auch zumindest und vielleicht auch morgen. Und ja, dann vielleicht wäre es ja der letzte Vlog für dieses Jahr, denn Weihnachten ist bald da und Silvester auch, also Ende des Jahres steht vor der Tür. ja, also mal sehen, was ich dann heute dann noch so machen werde. Ich werde dann jetzt auf jeden Fall schnell mein Frühstück machen und dann gehe ich bald los ins Gym und treffe dann da meinen Freund. Denn dann werden wir dann so gucken wegen Handyverträge, denn ja, es wird Zeit. Denn ich glaube, nach Weihnachten läuft dann mein Vertrag ab. Also, jo, muss sein. Also, ja, ich mache dann schnell mein Frühstück und dann, jo, geht es langsam weiter. So, ich habe hier jetzt mein Frühstück, sowas wie ein Porridge, aber nur halt ohne, wie sage ich es, Haferflocken in Wasser eingeweicht oder irgendwie sowas, sondern einfach mit Protein, Joghurt, Quark. Ich werde es jetzt essen und habe dann auch schon mal die Maske abgewischt und die Dinge drauf getan, denn das brauche ich gerade. Und ja, währenddessen schaue ich dabei etwas YouTube und mache mich dann nach im Nachhinein fertig und gehe dann bald los, denn nach dem Gym gehen wir ja dann gucken wegen Handys vielleicht und ja, also ich mache mal jetzt schnell. So, ich habe mich schon wenigstens umgezogen und auch schon die iPads hier drunter abgemacht. Ah, tat das gut. Ich werde mich jetzt schon mal so langsam fertig machen und bald losgehen. Ja. Ich bin irgendwie noch so müde. Am liebsten hätte ich weiter geschlafen. Aber naja, ein bisschen muss man ja was tun am Tag. Also geht's dann gleich weg. Also ich schmink mich jetzt halt so ein bisschen noch. Und ja, dann gehe ich bald los. Also Bus geht ja. Habe ich ja eigentlich ja noch Zeit, bis es kommt. Aber meistens ist es so, man verpasst es dann vielleicht. So, ich bin jetzt mittlerweile fertig angezogen und auch geschminkt. Naja, außer die Lippen. Die mache ich aber heute später dann nach dem Gym. Und ja, ich räume hier jetzt noch kurz auf, bevor ich dann noch weggehe. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ich hasse diese Beleuchtung hier in der Küche. Das geht mal gar nicht. Ja. Ich werde jetzt hier jetzt kurz noch aufräumen in der Küche, denn sonst sieht es immer so unordentlich aus. Aber jo, dann gehe ich gleich bald los. Aber als erstes, wie gesagt, werde ich jetzt kurz aufräumen.
So, jetzt ist einigermaßen alles aufgeräumt, auch hier. Naja, da ist immer so ein Kruscht. Aber ja, wenigstens ist jetzt etwas aufgeräumt. Und ich würde dann auch gleich schon mal losgehen. Muss nur gucken, dass ich ein paar andere Sachen zum Anziehen mitnehme. Und ja, dann bin ich bereit. So, ihr Lieben, ich bin jetzt unterwegs schon mal zum Bus, damit ich ja noch rechtzeitig ins Gym komme. Ich glaube, wir gehen dann danach zum Leo Center, mal schauen, wie es dann so laufen wird mit den ganzen Sachen. Weil ich brauche unbedingt ein neues Handy, denn beim alten wird es jetzt schon wieder etwas blöd, denn ich finde auch so langsam die Kameraqualität von denen nicht so. Aber naja, ich hätte eigentlich auch noch schnell das Gewinnerpaket ja wegbringen können, aber naja, habe es jetzt nicht fertig gepackt, sondern mache es dann schnell morgen, denn morgen haben die ja auch noch offen. Und ja, was wollte ich denn noch sagen? Oh Mann, jetzt vergesse ich schon alles wieder. Naja, ich filme euch dann ein bisschen was wieder, wenn ich im Gym bin, denn gestern hat es ja nicht so ganz geklappt, als ich den Vlog starten wollte. Aber naja, dann heute aber. Und ja, ich hoffe aber, dass es dann morgen klappt mit das Baum aufstellen. Und ich erstmal eine gute Session. Bevor ich jetzt losgehe ins öffentliche Training, wollte ich euch noch meine Sachen zeigen, was ich so anhabe. Und zwar höchstwahrscheinlich ist das meiste ja natürlich Smilo Dogs. Denn wie gesagt, ich liebe das Material. Ist einfach sehr, sehr schön weich. Auch der Sport-BH ist vom Set, was ich gerade mit der blauen Hose anhabe. Also ich finde beides sehr, sehr cool, dass man eigentlich meine Personalschule von der Arbeit vom Frühjahr, aber jetzt, dass ja vorbei ist vom letzten Jahr, kann ich die jetzt so tragen. Also ja, ich gehe jetzt mal los ins Training. So, Dille, endlich fertig mit trainieren. Ich werde mich jetzt erfrischen, also kurz unter die Dusche. Klar, mein Gesicht und Haare wasche ich damit, aber mein Körper. Natürlich, ich werde mich dann danach frisch machen, dann mal gucken, ob wir dann gleich sofort dann gehen, um zu gucken wegen Handyverträgen und so alles. Und ja, ich melde mich dann gleich sofort wieder. So, ich bin jetzt endlich fertig und ich mache mich gleich auf den Weg nach unten. Mal sehen, ob er auch schon fertig ist. Währenddessen snack ich dann gleich so ein Protein-Bar von Foodspring. Ein Mango-Milkshake. Mal sehen, wie der so schmeckt. Denn dann berichte ich euch später bestimmt noch ein bisschen was davon. Denn irgendwie mache ich auch mehr die Produkte von Foodspring, seitdem ich das Adventskalender habe. Also ich muss mal mehr davon besorgen. Ja, also ich bin jetzt fertig. Mal gucken, ob er auch fertig ist und dann mal gucken, was wir dann sonst so machen. So Leute, endlich sind wir bei meinem Schatzi jetzt zu Hause angekommen. Wir haben jetzt die neuen Verträge abgeschlossen und dafür hat noch das andere Handy. Dieses Mal das Note 10. Bin mal gespannt auf die ganze Qualität davon. Hi. Ja? Bin ich auch zufrieden mit deinem neuen Handy dann? Yeah, man. Ja,
Ja, also ich pack's mal später dann aus und tu mal die Karte dann da rein. Ich berichte euch natürlich davon. So, endlich zu Hause und ich habe mein Handyvertrag und sonstiges. Ja, mein Vater hat mir vorhin noch das Geld gegeben, was aber nicht alles ist, natürlich, was er mir eigentlich geben wollte. Naja, ich reg mich jetzt darüber lieber nicht auf, denn ja, das muss irgendwann eh geklärt werden. Naja, was soll's, ich mache das alles erst lieber morgen früh. Also ich gucke, dass ich dann recht früh aufstehe, alles mache, was ich sonst noch so zu machen habe und lasse das dann eben so alles konfigurieren. Ja, das, ich habe mir halt den Note 10 geholt. Mal sehen, wie es dann alles so ist. Auf jeden Fall passe ich dann auch etwas mehr darauf auf, da ja, dieses Handy, was ich ja gerade habe und damit ja auch filme, hat ja so einen Seitensprung und auch das Display ist ein bisschen zerstört, ne? Und ja, ich werde mir dann eine gute Hülle kaufen, Panzerglasfolie natürlich. Und ja, einen neuen Popsocket und sowas brauche ich dann auch alles. Ja, muss alles wieder ausgestattet sein. Und ja, ich bin ja jetzt zu Hause, habe auch schon bei meinem Freund gegessen. Ich werde mich dann jetzt eher nur noch so bettfertig machen. Und ja. Und ich werde auch schon vielleicht anfangen, den Vlog zu schneiden, damit das alles schon mal so etwas gemacht ist. Also ich hoffe, aber dass es bis jetzt für euch irgendwie etwas interessant war. Morgen vlogge ich dann auch natürlich weiter. Also jo, mal gucken, was ich dann sonst noch so in den Tagen mache. Natürlich müssen Videos und so alles ja gemacht werden. Also ja, ich bleibe weiterhin produktiv. Ich mache mich halt jetzt lieber so langsam bettfertig. Ich werde schon sehr müde. So, endlich abgeschminkt. Ich werde dann mich jetzt schnell mal umziehen und ein bisschen Skincare einlegen. Dann geht es dann bald ins Bett und natürlich auch Zähne putzen. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt ein neues Handy habe oder ein neues Handy gekauft habe jetzt. Aber ich konfiguriere es ja dann morgen alles. Also ich versuche zumindest alles so zu machen und auch, dass alles gleich funktioniert. Wenn ihr dann was vielleicht an der Kameraqualität oder sowas merkt, sagt es mir dann auch bitte gerne, ob da dann irgendwie ein Unterschied ist, also zu meinem jetzigen, was ich gerade jetzt noch habe, also das S8 Plus, also Samsung Galaxy S8 Plus und dem Samsung Galaxy Note 10. Also mal sehen, vielleicht könnt ihr es ja irgendwie mal vergleichen und müsst ihr mal was dann Bescheid sagen. Ja, ich ziehe mich jetzt mal kurz um und dann, ich komme gleich sofort wieder. Ich habe mich jetzt umgezogen, auch schon zum Teil das, was auf meinem Bett war, aufgeräumt. Schminke ich mich noch, also das, was vielleicht noch drauf ist, ab und guck dann, dass ich gleich ein bisschen eine Maske drauf habe. Abschminken tut immer irgendwie ganz gut, aber das Schminken auch. Fuck beides irgendwie.
sich um die Haut zu kümmern und mich zu schminken. Und so viel ist halt eben noch ein bisschen drauf immer. Ja, sonst war halt eigentlich dann nicht so viel los. Wie gesagt, nachdem wir ja bei ihm, also nachdem wir dort in Bräunigerland gegessen haben, ihr habt es ja gesehen, war auch sehr, sehr lecker. Einfach so eine, war eigentlich eine Box, aber wenn man es dort im Restaurant essen wollte, müsste man es ja auf dem Teller essen, deswegen war es dann 1 Euro mehr, also 5 Euro für jeden. Aber naja, so ist es eben. Die Augen. Stimmt wie deine Wimper. Naja, ich such mal kurz eine Maske. Ja, ist einfach die Kaktusmaske. Die habe ich auch noch nicht aufgebraucht. Ich finde sie sehr reichhaltig. Ja, ich lasse es jetzt etwas einwirken und ja. Guten Morgen. Es ist wieder der nächste Tag. Ich werde jetzt noch schnell mein Frühstück machen. Also es ist Samstagmorgens. Ich werde schnell mein Frühstück machen und dann schauen, dass ich schnell danach zur Post gehe, damit ich das Gewinnerpaket von der letzten Verlosung noch natürlich wegbringe. Und ja, heute werde ich dann noch schnell das andere Verlosungsvideo machen, wenn es geht. Naja, ich müsste dann noch kurz zum DM gehen. Was sonst noch so ansteht, natürlich den Baum aufstellen, denn bis jetzt haben wir den Baum noch nicht aufgestellt. Ja, aber zuerst werde ich mal jetzt schnell Frühstück machen und essen und dann ja, wird alles andere erledigt. So, also Frühstück ist jetzt fertig geworden, ist so wie ein Porridge geworden. Ich habe dafür nicht mein normales Proteinpulver benutzt, sondern so ein Shape Shake, denn das hat ja auch ganz gut Proteine. Ist diesmal was von Foodspring auch. Das war ja von meinem Adventskalender. Habe ich gerade ja auch rausgezogen vorhin. Im Marzipan-Geschmack. Bin gespannt, ob es wirklich so ist, denn eigentlich mag ich ja kein Marzipan. Aber naja, ein Versuch ist es ja wert. Und da sind ja auch noch die anderen Sachen mit drin, die ich ja sonst immer in den Porridge rein tue. Und natürlich mein Käffchen ist ja auch immer mit dabei. Denn ohne Kaffee kann ich den Tag nicht starten. Und ja, ich werde jetzt so mit nebenbei dann noch das Video vielleicht noch schneiden und also den Vlog hier jetzt und dann noch gucken, dass ich dann das Paket fertigstelle, damit ich es dann noch zur Post bringe, weil sonst ist es dann auch schon bald zu. Und ja, also ein bisschen ist schon noch was zu tun heute. So, das Päckchen wird jetzt verschickt, habe es gerade währenddessen ich gefrühstückt habe, eingepackt. Und auch noch etwas geschnitten, also den Vlog hier gerade. Und ja, mal sehen, was ich dann gleich danach machen werde. Aber ich glaube, ich mache dann schnell ein Tutorial, also ein dezentes Make-up-Tutorial für Weihnachten. Denn das fehlt ja auch. Ich habe ja schon ein krasses Make-up-Look geschminkt. Also muss jetzt noch ein dezentes her. Mache ich dann gleich sofort, wenn ich dann zu Hause bin. Und dann noch Bilder machen für die Zeit natürlich. Und ja, da werde ich das alles erstmal schnell erledigen. Ja, wenn ich finde, das ist was Einheitliches, das ist unheimlich. So, Paket ist weggeschickt. Ich war auch schon gerade kurz bei der Bank, habe das Geld eingezahlt, also sozusagen das Weihnachtsgeschenk von meinem Vater. Denn er hat mir ja Geld schon mal gegeben gehabt, also ist das schon mal ein Weihnachtsgeschenk, was ich schon mal bekommen habe. Aber
Naja, ich reg mich immer noch so auf wegen dem Geld, das er eigentlich geben sollte. Aber chill. Er muss es eh irgendwann noch geben. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Ich werde hier dann doch lieber zuerst kurz aufräumen und dann das Video drehen, denn dann kann ich alles andere gechillt machen und sonstiges. Und ja, ich mache das lieber jetzt mal alles schön sauber hier. Zimmer ist so gut wie es geht aufgeräumt, also hier habe ich es auch so gut wie es geht so etwas in Ordnung gestellt. Naja, das sind auch so meistens die Produkte, die ich ja benutze. Und ja, hier ist auch so gut wie alles aufgeräumt, alles tipptopp. Ja, ich mache mich jetzt dann schon mal fertig und, also was heißt fertig? Warte mal, ich drehe mal kurz die Kamera um. Ja, ich will damit sagen, ich ziehe mich halt jetzt noch um und trage meine Tagespflege und so auf, dann jetzt schminken werde ich jetzt doch nicht, vielleicht halt erst heute Abend, wenn ich dann ein Video drehe und ja. Mal gucken, denn jetzt gehe ich dann gleich zu meinem Freund, wir chillen ein bisschen, machen Essen für uns und ich kann euch das dann ja auch so ein bisschen mitvloggen. So bis dahin, bis ich gehe, schneide ich dann auch noch das Vlog ein bisschen weiter, denn sonst, ja. Weiß ich nicht, wann ich damit werde. Ich werde vielleicht, halt, da ist dann heute noch hoch, also heute am Samstag, mal gucken. Ja, jedenfalls ist schon mal ein bisschen was erledigt, wofür ich recht froh bin. Ja, also ich ziehe mich jetzt mal schnell um. So Leute, ich bin schon fertig eigentlich, ja schon längst. Ich habe noch ein bisschen gechillt und an dem Vlog hier eben geschnitten. Ich habe hier jetzt einfach nur so ein roten Buddy und dann diese Jogginghose, was eigentlich ja meinem Schatzi gehört hatte. Und dann noch diese Ugg Boots, was auch immer die auch heißen. Auch wenn ich in einem Schuhladen arbeite, aber naja, was weiß. Ich habe hier jetzt dann noch meinen Schal und die Jacke und ich muss jetzt dann auch schnell los zum Bus, um den dann noch zu erwischen. Und ja, das ist sozusagen mein Outfit of the Day. Ganz simpel in einem Gammel-Look. So, Dille, ich bin gerade noch kurz vorhin im DM gelandet, da ich kurz was besorgen musste. Und zwar eine Strumpfhose für mich, da ich ja wieder eine neue brauchte. Und dann noch was für eine Verlosung, die ja dann am Sonntag online kommt. Also, falls ihr vielleicht noch nicht alle den Vlog gesehen habt, dann ist da eine Verlosung am Start. Das auf jeden Fall, denn der letzte Advent dann, also die letzte Verlosung dann für dieses Jahr. Und ja, ich hoffe, ich mache damit eine wieder von euch glücklich. Und ja, bin dann auch gleich bei meinem Freund. Und ja, wir haben dann vor, dann Pizza zum Mittagessen zu machen. So Leute, endlich bin ich auch mal wieder da. Ein großer Zeitsprung, sage ich jetzt mal so. Ich habe jetzt mein neues Handy jetzt so in meiner Hand und ich finde es echt cool, das so jetzt in der Hand zu haben, vor allem, es liegt auch viel leichter in der Hand. Also, ja, ich kann euch ja mal kurz zeigen. Also, mein altes Handy ist jetzt das hier. Ich kann das ja eigentlich ja auch noch benutzen, wenn ich irgendwie was anderes so irgendwie filmen müsste oder irgendwie sowas. Das wäre dann so mein Zweitgerät. Könnte ich eigentlich ja auch dafür benutzen. Und gerade jetzt zum Filmen benutze ich jetzt mein neues Handy. Also, ich finde auch jetzt gerade die Qualität echt geil. Also, cool. Ich habe auch erst gerade alles nochmal so verbunden mit allem. Und ja, ich vlogge jetzt dann noch ein bisschen weiter. Natürlich will ich auch noch den Baum aufstellen. Also mache ich das schon mal, jetzt gleich schon mal. Und ja, ich zeige euch das dann so in Zeitlupe ein bisschen.
Also ich bin echt begeistert vom neuen Handy, voll krass. Vor allem das Note 10 ist halt echt cool, dass man ja diesen Stift dabei hat. Also echt cool. Aber ja, ich stelle mal jetzt lieber den Baum auf und ja, lass es hier schon mal ein bisschen weihnachtlich aussehen.
So, das ist jetzt unser Weihnachtsbaum. So sieht der gerade aus. Ich kann auch noch mal ein bisschen heranzoomen. So, also ich finde, der sieht so schon mal ganz gut aus. Ich kann ja noch ein bisschen was dann drauf tun, wenn ich noch den Rest davon reintun, mit einbringen will halt. Und ja, bin noch gerade am Überlegen, ob ich noch weiter vloggen soll. Denn ich bin mir gerade am Überlegen, was ich noch so essen könnte. Denn dann könnte ich das noch mitfilmen und dann lasse ich es dann heute mit dem Vlog. So, also Baum ist aufgestellt. Das Einzige, was ich nur noch tun muss, ist einfach dann die Geschenke einpacken. Es sind eigentlich nur noch zwei, die ich einpacken muss. Aber eins müsste ich ausdrucken. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Denn mein Drucker ist ein bisschen blöd. Aber naja, somit ist dann alles dann so für heute etwas erledigt. Und ja, ich gucke auch schon mal, was ich dann zum Essen mache. Aber ich denke, ich weiß es schon. ja. Ansonsten werde ich hier dann auch noch kurz aufräumen und sonst ist dann alles erledigt. So, ich habe mir jetzt was zum Essen gemacht und zwar wieder den veganen Döner. Sieht voll aus und so, aber ich werde es schon irgendwie herunterbekommen. Ja, das werde ich jetzt essen und ja, ich werde jetzt dann nur noch den Abend chillen und werde dann jetzt dann nichts mehr machen. Morgen früh geht dann alles wie gewohnt weiter und ich werde dann auch noch das Verlosungsvideo ja morgen online stellen, also eigentlich dann noch drehen, kurz fertig machen und hochladen und das Video kommt dann morgen auch noch dazu, also der Vlog, also ja, ich würde mal sagen, ich esse dann das den Döner und ich würde da mal sagen, ich hoffe, euch hat der Vlog hier gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Auch wenn vielleicht nicht wirklich viel passiert ist, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dort hier ein Like da lasst. Und natürlich auch ein Abo. Und ihr könnt auch jetzt vergleichen, wie ihr so die Qualität jetzt findet vom alten Handy, vom jetzigen Handy. Denn jetzt habe ich ja gerade ja mein neues Handy. Und ja, also gebt mir ein Like da, wie eigentlich schon gesagt. Lasst mir auch gerne ein Abo da, also klickt da auf das Abonnieren-Button und die Glocke daneben, denn sonst verpasst ihr dann immer Videos, wenn ihr es nicht tut. Also klickt da gerne drauf und ja, teilt mich auch gerne mit Freunden, Familien, wen auch immer. Und ja, Instagram-Namen lasse ich ja immer da, damit ihr wisst, wie ich ja da heiße. Dann könnt ihr mir auch dort immer gerne folgen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, denn dort verpasst ihr dann auch nicht wirklich was. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video oder Vlog, was auch immer. Tschüss!